Heute zum Sonntag, den 7. Juli 2024, stehe ich ja wieder in Biberach bei der KDE-Show. Bin da wieder der Außenfilmer und habe da auch meine Tochter mit dabei. Dann nehmen wir mal ein paar schöne Raritäten wieder mit auf. Das Wetter hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen gebessert. Regnet nicht mehr, da sind wir schon mal zufrieden. Also die Crew hier von der KDE-Show sind gut drauf. Natürlich warten wir alle auf besseres Wetter und auf schöne alte Fahrzeuge und auch neuere Fahrzeuge. Aber leider fällt halt die Sonne. Aber wir haben ja Sonne im Herzen, da kann nichts passieren. Ich habe jetzt hier einen ganz jungen Auto-User da kennengelernt. Den habe ich letztes Mal schon kennengelernt und der tut mir mal sein Fahrzeug erklären, Fahrzeugtyp, was er so an Kilometer so drauf hat und was er überhaupt von der Spitzengeschwindigkeit hat oder was du da fahren kannst mit dem.
Ist der schon getuned oder nicht? Nee, oder? Das ist Serienleistung. Ja. Ja, noch dazu kommen wird jetzt aktuell nichts. Ja. Laufleistung haben wir jetzt 172.000 Kilometer. Ja, okay. Und PS, 170 PS. Oh, klasse. Spitzengeschwindigkeit habe ich jetzt noch nicht komplett ausprobiert. Ah, ja, ich schätze klar. Mal so 210, ja. Schafft er schon. Und was für ein Baujahr war das noch? 2002. Ah ja, der sieht ja wieder aus wie vom Laden, ne? Würde ich sagen. Kann man sagen, ja. Schön. Das Auto war davor ein Projektauto. Ist es ja, quasi immer noch. Habe ich gekauft für 800 Euro. Ja, oh. Ohne Radio, ohne Stoßstangen und mit zwei platten Reifen. Ja, oh. Haben wir den mit dem Hänger geholt. Ja. Und sieht das gut war aus. Anfang 2024. Ja. Und wie habt ihr die Mattlackierung da hingekriegt? Das sieht ja wunderbar aus. Der ist foliert tatsächlich. Ach, der ist so? Der ist foliert, ja. Ah ja, okay. Ich habe einen Kumpel dafür gehabt, der ihn foliert hat. Ah, toll. Hat eine Woche gedauert und dann durfte ich ihn wiederholen. Und was für Bereifung hast du da? BBS oder was sind das für Felgen? Das sind Dots Revo Felgen. Aha. Ich bin ja kein Profi da, ja, aber ich denke, die User, wo sich da das Video dann angucke, die wissen genau, um was es da geht. Ne? Genau, ja. Naja. Okay, also vielen Dank erstmal. Bitte, bitte. Ich laufe nochmal rum und wir werden uns nochmal irgendwie sehen. Alles klar, danke schön. Und ich tue das respektieren, wenn deine Freundin nicht mit drauf sein will und in dem Fall du auch nicht, gell? Ja, okay, alles klar. Klar. Ich danke dir auch noch, gell? Vielen Dank. Fühlt mir da die anderen Fahrzeuge noch ein wenig mit. So, jetzt habe ich auch einen Autoliebhaber hier wieder gefunden, dem der schöne Honda gehört und der Autoliebhaber erklärt nochmal seine Fahrzeugdaten und Höchstgeschwindigkeit, Kubik, PS und so weiter. Er will nicht mit drauf sein im Internet und das tue ich halt akzeptieren, aber er kann mir alles mal ein bisschen erklären. Ah, da hat einer seine Anlage aufgedreht hier am Auto. Ich würde sagen, das Wetter wird besser. Es hat aufgehört zu regnen. Und da kommen bestimmt noch schöne
Nobelkarosse hier in Demerach. Am Sonntag, den 7. Juli 2024. Und bei schönster Musik von den Autoliebhabern. Ich bin extra so ein bisschen weiter weg jetzt hier von der Musik. Sonst platzt noch mein Trommelfell. Hört sich aber gut an. Ich bin jetzt hier zur zweiten KD-Show in Demerach mit dabei. Und vielleicht tut noch mal, tut sich die Wolke verziehen, das wäre nicht schlecht. Denn wenn die Sonne rauskommt, dann geht es uns alle besser. Aber noch ist es nicht so weit. Dieses Jahr haben wir Pech mit dem Frühling und auch mit dem Sommer bis jetzt gehabt. Aber es kann sich ja jetzt bald ändern. Also ich habe hier einen Autoliebhaber getroffen. Ich tue das respektiere, dass er nicht mit ins Internet will, aber sein Fahrzeug darf ich mit aufnehmen. Und er, sagen wir mal, Baujahr
Kubik. Baujahr 2019 ist der. Ja. Und tiefer gelegt habe ich ihn dann Verspoilerungen. Ja. Motor habe ich original gelassen, weil ich sage, das ist dann die Lebensdauer. Ja. Okay. Und halt anlagemäßig neu gebaut. Und wie viel Watt hat deine Soundanlage da drin im Auto? Momentan sind es 8 kW. Boah, das ist eine Leistung. Ja. Da gibt es ganz schön Power ab. Aber ne? Es kommt noch weiter. Es muss der Anfang. Es muss das Frontsystem noch gemacht werden, aber peu à peu. Ja. Und die Lackierung, die ist eine Sonderlackierung? Das ist Folierung. Was heißt Polierung? Ich bin Folieren, da. Folie. Ach so. Das ist bloß Folie. Ach so, gut, das weiß ich Bescheid. Ja. Ja. Also gut, erstmal vielen Dank. Ja. Bitte. Und danke, dass ich wenigstens von dir eine Kurzinformation von deinem schönen Opel erfahren habe. Ne? Dann kann man weiterempfehlen. Das wäre zum Beispiel mein Traumwagen. Ich fahre leider nur ein Multivan, Baujahr 2014 mit 170 PS. Ich bin auch zufrieden, aber die Aufmachung von dir, die wird mir auf jeden Fall besser gefallen. Ne? Ja. Also, merci mal erst. Ja, extra Modul drin. Ja. Und das muss ich eben in England kaufen. Damit dann die das zwischen einklemmen und dann geht das. Das sieht klasse ganz aus. Einfach. Kannst du mir nochmal die Fahrzeugdaten so ungefähr erklären? Gut, mein MX-5A, 90 PS, ja. 900 Kilo schwer. Ja. Heckantrieb, macht Spaß. Naja, ist klasse. Meine Tochter, die ist ja ganz verrückt drauf auf die MX-5-Serie da. Die hat gesagt, Papa, das mit der Lampe, sagt sie, das finde ich ganz besonders toll. Ne? Schön. Vielen Dank erstmal. Gell? Merci. Muss ich euch zweimal aufnehmen. Aber ich immer wegdrehen da. Leonie, du warst doch schon im Internet. Also da die jungen Leute haben mir das jetzt erklärt. Ich darf das auch ins Internet reinsetzen. Und der eine Autobesitzer hier links, er erklärt nochmal die technischen Daten. Also, der Mazda Miata aus Baujahr 94 kommt mit 136 PS, hat einen Vierzylinder mit Magnaflow-Auspuff, ist mittlerweile jetzt 30 Jahre alt und eine Sonderlackierung aus 94 in Blau. Oh. Sehr schönes Modell, kein Rost, kein gar nichts. 0 auf 100 in 6,2 Sekunden. Ah ja, okay. Sehr laut. Danke dir erstmal. Danke dir. Oh, ja. Leonie, du hast recht gehabt. Das Wetter bessert sich. Leonie, geh mal auf die Seite. Aber nicht in meine Kamera reinrennen. Ja, stehe ich genau falsch. Ja.
So, jetzt habe ich einen Autoliebhaber gefunden, der erklärt nochmal sein Fahrzeug. Also Honda Civic Type R, ja. 2020 Baujahr, 350 PS, oh. 600 Newtonmeter Drehmoment. Klasse. Und halt viel rumgebastelt, genau. Aha. Rundrum Maxton Design Sachen dran gemacht, andere Abgasanlage, andere Ansaugung, sehr viel verändert, ja. Und jetzt habe ich nicht genau aufpasst. Was war es für ein Baujahr? 2020. 2020, das ist ja noch ganz frisch. Genau. Ja, aber der hier, der User, der ist ja noch frischer, der passt zu seinem Fahrzeug. Du hast das wirklich gut ausgesucht. Dankeschön. Und auch der Styling sieht klasse aus da. Also das wäre jetzt mein Traumwagen. Ne? Dankeschön. Also vielen Dank erstmal. Gell? Ciao. Vielleicht sehen wir uns noch. Tschüss. Kannst du mir die Date sagen von deinem Fahrzeug? Du kommst nicht mit drauf, wenn du willst. Na ja, auf jeden Fall. Also, erklären wir es mal. Baujahr und Kubik. Baujahr 2016, der hat nur 1,2 Liter, 180 PS, oh, Turbo geladen. Reicht aber voll und ganz. Sieht auch wieder sehr schön aus. 90 Sekunden von 0 auf 100. Naja, also ihr gebt euch alle Mühe mit euren Fahrzeugen. Die sind immer im Top-Zustand. Ne? Ja. Ich fahre leider nur einen Multivan, VW. Mhm. Ich bin aber auch sehr zufrieden. Ich finde Renault sticht hier ein bisschen raus. Ja, ja, doch, das sieht klasse. Die stehen hier nicht auf. Ja. Das ist geil. Okay, also vielen Dank erstmal für die kurze Information. Merci, ja. Und ich darf es ins Internet setzen, ja? Natürlich. Okay, merci. Wo wird denn das reingesetzt? Ja, ich sag doch.